Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier beim regnerischen Wetter. Ich habe gerade vergessen, Luft zu holen, und deswegen ersticke ich fast. Bitte übernehmen Sie. Ja, ist so. Roger, übernehmen Sie. Servus und hallo zu Project Zomboid. Wir sind in diesem wunderschönen Pisswetter unterwegs. Juhu. Eigentlich Richtung Norden. Wollen wir das Haus auch noch mitnehmen, weil es gerade so... Die Mülltonnen sollten auf jeden Fall reingucken, ob da Müllsäcke drin sind. Die brauchen wir ja. Weil es gerade so leer ist. Ja, da bist du ja gerade an einem vorbeigelaufen. Nee, da hab ich schon vorhin geblutet. Da war noch was drin. Oh, die Tür ist hier offen. Eine Zeitung. Bisschen Lektüre schadet nicht. Ich schau dabei mal direkt im Kühlschrank. Mayonnaise, Schmelz, Käse und Steak. Wieso können wir unsere Mausefalle ausrüsten mit Schmelzkäse vielleicht? Ich weiß es nicht. Bist du Mäusefang? Wieso zur Hölle bin ich immer... Ah, wegen den ganzen Tassen bestimmt, oder? Wir haben ja kein Kaffeepulver. Oder ist der Rucksack so schwer? Von 22? Was zur Hölle ist dein Problem? Vier Hämmer, natürlich. Müllsack nehme ich auch mit. Away. Habe ich da einfach mal 500 Hämmer im Hauptinventar und fragte mich, warum ich so schwer beladen bin. Noch ein Buttermesser nehme ich mit. Kartoffelsamen kann man machen. Oh, leck, 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 leck. Oh ja. Ist schön. Eine Waschküche. Und Asche anlegen. Mal wieder nebenbei. Hast du Vögel? Ja. Okay. Quietscherentchen und Make-up. Neun mm Patrone und eine Pistole. Aber nur im Notfall einsetzen. Was? Ich kann dich nicht hören. Ich bin taub, nicht du. Weil ganz ehrlich, wenn es einmal schießt, dann haben wir sämtliche Zombies aus 500 Kilometern Entfernung an der Backe. Du hast nicht zufälligerweise unser Let's Play gesehen, oder? Nicht ganz. Ich glaube, alle drei Folgen oder so. Wieso? Gab es da Zwischenfälle? Ah, nö. Mit dem Schießen war immer alles easy. Ich habe nochmal Desinfektionsmittel gefunden. Sack mit Gips. Ja, ein Pinsel und Blau. Hättest du mich doch mal in die Kiste reingelassen, ich hätte bestimmt eine Axt gefunden. Weißt du, höchstwahrscheinlich hast du längst deine Axt, nur teilst es mir nicht mit. Das wäre so ein cooles Safehouse eigentlich, so mit den... Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Nee, egal. Mit den Kisten. Wäre ein praktisches Safehouse mit den ganzen Kisten da. Ah, müssten wir alles rüberschleppen. Was meinst du? Ich hab Hunger, das meine ich. Aber ich vernagle hier nicht nochmal sämtliche Fenster, das kannst du vergessen. Das kannst du knicken. Ich meine, wir sind wieder safe mit einem Zaun da in die eine Richtung. Wir müssen es nur in drei Richtungen safe machen. Aber wir haben Brokkoli beim anderen Haus. Und es Brokkoli. Hat gerade geregnet. Toppt natürlich alles. Wir haben jetzt. Okay. Wir haben jetzt. Keine Ahnung, wie viele Minuten Arbeit gespart. Warte mal, magst du was essen? Da droppe ich mal was. Okay. Ich hätte nämlich noch so ein Steak, könnte ich uns wieder reinpfeifen. Ja, ein Steak sage ich auch nicht, nein, ich bin ja nur etwas gesättigt. Steak geht ja immer. Du weißt, man muss ja wohlgenährt sein. Und wenn man jagen kann, dann kann man bestimmt irgendwelche Steaktiere jagen. Das Steaktier. Oder, wobei, Steaks kommen doch nicht von Tieren, oder? Die kommen aus dem Supermarkt. Und vom Metzger. Also, bis das fertig ist, naja, also noch eine Tür zerkloppen oder irgendwas? Ja, kann man machen. Mir ist die Gegend hier eher ein bisschen zu dekadent. Wo ist mein Hammer? Die hast du gerade alle weggepackt, oder? Ich hab die irgendwo hingeschmissen. Weiß nur nicht wohin.
Wann habe ich dich eigentlich umgepackt? Gerade eben. In diesem Haus eben daneben. Da, hier sind sie. Wieso packst du da die ganzen Hämmer rein? Vier Stück. Das war eine Kurzschlussreaktion. Was geht denn ab mit dir? Ich weiß nicht, ich kann nichts dafür. Ich bin so. Auch die ganzen Hämmer weg. Man lästert nicht über taube Menschen. Wir können nichts dafür. Also lassen wir uns doch da nieder, okay? Nee. Legt schon mal alles hin. Weißt du was, da hole ich freiwillig sogar noch einen Schraubendreher und zieh dir den Herd, dann kannst du nicht mehr kochen. Dann müssen wir da runterziehen. Soll ich erstmal das halbe Steak? Und den Rest. Die Tür. Den Rest packe ich wieder rein im Ofen. Okay, vom Tür zu klappen mit dem Hammer fühlt er sich ein bisschen dämlich. Er sagt ihm, hey, warum klopfe ich da drauf? Bist du blöd oder so? Also das sagt mir das Icon jetzt. Moment mal kurz, was will... Wir haben nicht die Kapazität dazu, um die ganzen Bretter mitzuschleppen. Vergiss es. Naja, du kannst es ja mal liegen lassen. Wir können es dann mal aufheben. Also wenn wir vorbeigehen dann. Jetzt mal alles rein. Und dann gehen wir wieder weiter Richtung Norden. Okay. Bisschen Action. So. Tür auf. Oh, das sind drei. Und es wird schon wieder dunkel. Matt. Scheiße, von der anderen Seite kommen auch wieder welche. Ja, ja, du willst hier wohnen. Immer Nachbarschaftsfäden. Ja, natürlich, dreh dich wieder um. Natürlich blutest du wieder, oder? Moment. Nee, im Moment nicht. Sogar mal nicht. Der gehört mir. Meiner. Meins? So macht man das. Was? Leichtes Wehwehchen passt. Ohne Lag. So macht man das. Ja, leichtes Wehwehchen ist ja nicht schlimm. Und nu? Die Zaun können wir nicht drüber hüpfen. Na, warte, dann gehen wir und da runter, willst, oder? Und du willst wirklich in dieser Todesfalle wohnen. Einzeln pullen. Okay, jetzt kommen natürlich alle, weil du ein paar Meter zu weit gegangen bist. GG. Ach, was? Noch ein paar Meter zurück. Vielleicht verlieren die anderen Interesse. Oder wir können die irgendwie aufsplitten. Hallo. Lad mal einen Angriff auf, oder? Ich hab zwei... Oh, ich bin gekratzt. Unfähig. So aber läuft's. Desinfektionsmittel, von daher... So läuft es. Loot mal bitte die Leichen, vielleicht hat einer eine Axt oder so. Baseballschläger. Nehmen. Das ist zwei Baseballschläger, oder was? Ja. Könnte ich verwenden auch einmal. Naja, ich lasse noch die Messer, die finde ich ganz geil. Brauchst du einen Baseballschläger? Trotzdem besser. Ein ja, klar, aber. Ein Molotow-Cocktail wäre auch geil, aber leider haben wir halt keinen. Und Flammenwerfer wäre überhaupt nicht. Naja, cool. Wir brauchen dann Whisky. Den hast du jetzt nicht gesehen, oder? Der kommt da an. Den sehe ich. Wenn die so verwirrt sind, da kann man die nicht one-hitten. Du bist auch so verwirrt. Die hat auch einen Ring. Einfach mal die ganzen Zombies beklauen, das ist mein liebstes Hobby. So. Jo. Das packen wir da wieder rein. Wolltest du mir nicht irgendwie was rüberstecken? Du sagtest dann irgendwie nein. Deswegen habe ich es gelassen. Molotov-Cocktail? Nein. Ich meine, die haben ja keinen. Basie. Basie? Mhm. Das war einen zweiten, oder? Den Wanderrucksack oder was? Baseballschläger. Das ist ein Baseballschläger gefunden, oder? Oder bin ich jetzt auch im Real Life taub? Hallo? Ja, okay, dann kriegst du einen. Sag doch was. Bist du jetzt alle Horten, oder was? Da liegt er doch. Jetzt nimm ihn halt. Was machst du denn, ey? Ach, da. Hier. Komm, nimm. Sei brav. Gib Frieden. Ach, da. Moment, ist das schon benutzt, oder? Alter. Du hast das schon gebraucht. Will ich nicht. Du bist auch schon gebraucht. Ich habe einen Zombie gefunden. Wo? Ach da. Hallo. Meins. Ja, dann nimm du ihn. Oh, keine Axt. Geh mal weiter Norden, komm. Ich habe noch nie eine Axt an einem Zombie gefunden. Noch nie? Nee. Aber die können da drin droppen. Mhm.
Einer tollen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich. So, erstmal die Weste noch zu Stofffetzen zerlegen. Kitzelt das? Ja. Wie viele Bandagen habe ich denn noch dabei? Nur 8 Stück, das reicht nicht ewig. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen vorsorgen. Wieso sind wir in der... Oh, da kommt noch einer. Hallo. Und weg. Und ein Pulli. Alle ganzen 9 Stück. 16 habe ich jetzt, das reicht vorerst. Okay. Und dann? Vielleicht bräuchte vielleicht eine Kleinigkeit. Schwer belastet, hallo? Was stimmt denn mit dir nicht? 24 Stofffetzen, okay. Ich gönne mir mal einen Snack. Hundefutter diesmal nicht. What? Ihr habt nichts zum Essen gelootet? Oh Mann. Erdnussbutter. Magst du was haben? Ich esse Erdnussbutter. Ich hätte doch Desinfektionsmittel für dich. Hab ich auch. Zum Essen. Ich habe 2 Dosen. Wieso schleppe ich eigentlich dein Zeug mit dir rum? Mit mir rum. Deine Dosenöffner. Achtung, da kommt ein Zombie. Von wo? Ach, da. Da, wo du genau reinlaufst. Das ist halt das Schlimme, wenn du gar nichts hörst. Der Medaillon, warum nimmst du sowas nicht mit? Daraus kann man. Aus dem Grund, weil du da sagst, ich bin überladen. Nee. So, wir laufen da jetzt die Straße entlang. Wenn Zombies Wertsachen dabei haben, dann muss man sie mitnehmen. Oh. Hallo. Oh. Ich glaube, wir werden sterben. Laufen wir mal ein bisschen, oder? Ja. Ich bin ein bisschen angespannt. Und ein bisschen panisch. Kommt denn das? Das dauert noch. Wir sind ja gerade mal auf der Farbenhöhe. Nee, oder wie so. Das kommt. Dass du panisch und angespannt bist. Ich glaube, das kommt vom Zocken. Also das, die Anspannung kommt vom Zocken. Weil die Panik, die kann ich mir selbst nicht erklären. Okay, hier rechts geht's Richtung Farm. Hinter den Feldern müssten wir dann da sein. Ein Skillpunkt, aber kann noch nichts verteilen. Ein Skillpunkt. Ich habe nur 3. Und ich könnte Instandhaltung verbessern, aber hebe ich mir auf. Du überlebst 2 Tage und 11 Stunden dabei mal. Doch so lang. Jetzt nicht gedacht. Ich lebe nur 5 Tage und 13 Stunden. Da geht ja noch was. Mhm. Zur Feier des Tages erstmal wieder Bandage wegschmeißen. So. Ja. Nee, meine wird gar nicht dreckig. Na, kannst du sie schon abnehmen wahrscheinlich? Nee, das dauert ein paar Tage. Oder Stunden. Oder Jahre. Jetzt müssten wir eigentlich, sind wir schon da fast? Jetzt müssten wir eigentlich irgendwann mal so rechts aus. Rein. Wollen wir die beiden ausschalten? Die beiden Streuner? Ja, komm. Sagen wir hallo. Bevor die uns später irgendwie auf die Nerven gehen. Ich nehme den Dunkelpulli. Ich hab meinen. Hallo. Leck? Wieso reagiert denn das nicht? Ich hab's. Zur Hölle. Hättest du gleich sagen sollen, dass ich das machen soll. Bist du verletzt? Nee. Ich untersuche dich. Ich bleib doch stehen, wenn ich dich untersuchen will. Aber so gut wie fertig. Okay, du bist bandagiert. Ich stehe vor dem Zombie und der macht nichts. So, okay. Okay, das Feld ist ja relativ frei. War eine gute Entscheidung, die beiden auszuschalten. Das Geilste ist immer, wenn du mit so einer One-Hit-Attacke rechnest und dann piekst du einfach nur zu. Und das macht oder das drehst dich um. Das Messer ist weg. Drehst dich um in der Nacht rein. Also dieses Muster sieht irgendwie merkwürdig aus. Das sieht aus wie ein Teppichmuster, wenn man so rausscrollt. Ja. Denke ich mir auch. Ganze Zeit. Das ist auch sehr einfallsreich, oder? Einfach ein Teppichmuster als... Als Feld. Wie soll ich sagen? Als Textur für ein Feld zu nehmen. Wir sollten ein bisschen weiter rechts rüber. Dass wir zu weit laufen.
Wieso nehme ich dich so lange hinter mir wahr, obwohl ich dich nicht höre? Sind wir zu weit? Ich rieche. Okay, da ist es eine Scheck. Ja. Mhm. Super Sache. Go, 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 okay. Go, 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 go. Plane. Nägel. Braucht man vielleicht, oder? Feuerzeug. Nägel. Ich nehme mal die Nägel mit. Naja, gut, Feuerzeug können wir auch mitnehmen. Hast du schon, oder? Mhm. Naja, die Plane nehmen wir auch mit. Wer weiß, wozu die gut ist. Okay. Das hat man doch bei Spielen damals immer so gemacht, wie zum Beispiel der Standalone von DayZ. Alle haben den Kochtopf, also den Gaskocher eingepackt, obwohl er erst 50 Versionen später einsatzbereit war. Hauptsache, man hat ihn dabei. Der könnte ja irgendwann mal nützlich sein. Warte, da war das Haus und da hinten war die andere Scheune, gell? Mhm. Schauen wir erst in die Scheune rein. Ja. Da ist die Möglichkeit, eine Axt zu finden, ein bisschen größer. Stimmt, da gibt es zwei Scheunen. Das ist offen sogar. Und Bindfaden, Fischernetz, Hammer und Nägel. Schlaftabletten, yay, wir können endlich schlafen. Fischernetz, auch geil. Schulranzen, Hose. Hast du gehört, wir können fischen vielleicht? Ja, eine Angel wäre mir lieber. Ja, ich weiß, mir kann man es einfach nicht recht machen. Ja. Mit den Fässern los. Nee, Hose, Schulranzen. Ja. Da ist nichts drinnen? Das war ein Schuss in den Ofen. Oh Mann. Na gut, ist doch gar nichts übersehen. Ne, ich glaube nicht. Looten wir jetzt halt noch das Haus drunter und machen uns dann auf den Heimweg. Schon wieder ein Generator, ernsthaft. Ich schlepp den nicht mit. Come on. Sei nicht so. Ich bin ja eh schon aufgewühlt. Bin schon ganz fertig. Ganz wuschig. Habe ich was zum Essen mit? Hier gibt's eine Küche, die voll angerichtet ist. Wenn hier die Fenster nicht kaputt sind, dann könnte man hier vielleicht eventuell einziehen. Was meint er mir das Fenster zu? Jetzt fängt er wieder an. Fenster schließen. Das andere Haus mag er nicht einziehen, aber da schon. Ja, das ist ein bisschen abseits. Hier sind wir wenigstens ein bisschen safe. Überleg doch mal. Ja, da brauchen wir wieder ewig, bis wir in der City sind. Warte mal, ich mach die Tür auf. Danke. Du würdest damit in die Todeszone ziehen, ne? Gleich in die Polizei. Oh, die ist schon am Vergammeln. Gleich in die Polizei. Chips nehme ich an mich. Wow, jede Menge Dosenfraß. Geil, du. Streichhölzer? Schau mal, dabei nach Zombies. Moment. Mein Rucksack ist voll? Really? Ich kann nichts mehr aufnehmen. Uah, Zombie. Wo? Schlafzimmer. Badeschlafzimmer. Okay, alles down. Ich kann ja nichts mehr aufnehmen. In der Küche kann ich nichts mehr looten. Oder ich lasse einfach den CD-Player hier. Wassermelone. Ja, zerschlagen oder aufschneiden. Mach mal aufschneiden. Nein, die ist doch schon halb verrottet. Trotzdem, gibt alles Kochenskills. Ja. Nichts verkommen lassen. Vitamine lässt ihr liegen. Ich hau mir da ein paar rein. Gut, vielleicht das Laken noch mitnehmen. Wie viele Laken habe ich ja nicht dabei? 3. Na gut, ein Laken mehr schadet ja auch nicht. Ja, ich kann nichts aufnehmen. Moment, ich habe gerade Chips gegessen, habe immer noch Hunger. Nee, ich habe Chips nicht gegessen. Komm, ich lass meine Weste. Oder ich zieh die Weste an. CD-Player. Guck mal, das Haus ist doch relativ schön. Nix eingeschlagen. Passt doch. Ja, was machst du da mit deinem Mr. Brokkoli? Meine Bandage ist verdreckt. Aber kein Problem. Hab ich alles im Griff. Ah, wäre natürlich ein größeres Haus als das, wo wir waren. Größer ist doch nicht alles. Kommt auf den Garten drauf an.
Da hättest du auch genug Platz. Ja, komm. Erstmal Vorhang zuziehen. Okay, draußen. Dass die Zombies Licht. Nicht nerven. Willst du jetzt wirklich hier einziehen? Verarschst du mich gerade oder was? Weißt du, weil wenn man schon umziehen würde von unserem momentanen Safe House, dann würde ich doch ein bisschen südlicher gehen, weil der Stadtkern ja südlich ist. Depp. What? Ist der Strom schon abgestellt? Nee. Guck. Uhu. Gleich. Was das bedeutet? Die Folge ist aus. Aha. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Wir gehen mit unserer Laterne und unserer Laterne mit mir. Wir sollten die Folge schnell beenden, bevor er ganz durchdreht. Naja, ist so. Wie viel haben wir in 20 Minuten schon wieder? 21,10. Na dann 12. Geht ja noch was. Oh, Zombie. Dann geht noch der eine Zombie. Mit wem? Kuckuck. Was kannst du überhaupt? So macht man das. Toll, leckt's mal wieder im Dorf. Oh, da unten ist noch ein Haus. Wollen wir überziehen? Ja, unser ehemaliges Haus. Ja, ja, überziehen. Da schauen wir rein. X-Large-Folge. Darch ist doch der Typ von den Elms, oder? Mein Fenster ist offen. Ist offen? Na, dann mach die Tür auf. Können Sie rein, können Sie rausgucken. Danke. Wow, Panik. Das ist süß. Zwei. Ich meine, da waren zwei. Ein Schlüssel, nehme ich mit. Boah, Zombie. Aber ich kann nichts mehr mitnehmen, das ist ja gerade das Schlimme. Noch ein Baseballschläger hier drin. Schlüssel, da war wieder die Dame des Hauses zu Hause. Zu Hause. Arbeitszimmer. Vorschlaghammer. Damit können wir Wände einreißen. Richtig. Ja, damit könnten wir auch die ganzen Dinger aufmachen, die wir bisher nicht aufbekommen haben. Damit will ah, bei der Polizei-Dingsbums meinst du? Ja. Überall. Geile Scheiße. Aber den kannst du halt nur verwenden, wenn du halt komplett fit bist. Weißt du, hier gibt es so viel Dosenfutter und was interessiert das sich? Um nichts. Ich, der eh schon überladen bin, muss alles mitnehmen. Ich werde erstmal Brot mir reinpfeifen. Plastiktüten auch alle mitnehmen. Wer weiß, wozu die gut sind. Paprikaschote. Whiskyflaschen. Molly. Ich mach mir einen Molly. Nein, ich kann die Whiskyflasche nicht aufnehmen. Und das nehmen wir auch noch mit. Pack die Whiskyflasche ein. Sehr brav. Mach dich nützlich. Drin. Landwirtschaft für Anfänger, das wäre auch was für dich. Das ist immer ein Multiplikator. Dann schnapp mal. Ich heb sowas doch nicht auf. Nudelholz? Nudelholz? Da kriegst du eine. Ich hab keine Ahnung. Schlüssel, Schuhe, Kopfkissen. Flasche mit Desinfektionsmittel. Super. Ich müsste irgendwie hier eine Muckibude finden, da kann ich noch ein bisschen pumpen, da kann ich mehr mitschleppen. Oder ich schaue erstmal von dem ganzen Zeug, was ich erstmal gar nicht brauche. Zum Beispiel brauche ich keine vier Hämmer bei mir. Aber ja, dann brauch, leg dann doch dann alle wieder ab und wundere dich dann, wo sie sind. Da waren doch gerade noch Hämmer. Ich habe doch gerade noch Hämmer gesehen. Vier Tassen brauchen wir auch unbedingt, wenn wir wieder Kaffeepulver finden, ne? Weißt du, was Jagen für nicht mehr Anfänger? Fischen für Anfänger. Okay, aber sonst da Loot ist, haben wir da eigentlich Kleinigkeit. Alles gefunden. Küchenmesser nehme ich mal wieder mit. Naja, 12,8 und Überladung, das geht ja noch. Ja, ich habe 19. Ich habe selber Schuld, oder? Naja, nichts verkommen lassen. Und du wunderst dich, dass du die ganze Zeit drauf gehst, oder was? Nichts verkommen lassen. Und wer das Nudelholz nicht ehrt, ist die Axt nicht wert.
Ja. Nudelholz. Ich habe meine Bratpfanne, die ist besser. Und kann ich mir zwischendurch auch immer was zu essen machen. Siehst du? Mit lecker Zombie-Röstaroma. Wie lange brauchst du fürs Buch, Boy? Oh, 36 Seiten habe ich schon. 37, 38, 39. Bist du noch da? Jo. Was machst du da? Wenn ich mich bewege, bricht er nämlich das Lesen ab und das möchte ich nicht. Vorschlaghammer. Nehme ich den jetzt wirklich mit? Schlecht wäre es nicht, glaube ich. Der passt nicht in den Rucksack rein, oder? Nee. Wie viel Gewicht hat denn der? Ziemlich viel. Vielleicht könnt ihr mein ganzes Stuff geben aus meinem Hauptinventar und den eventuell. 6 Zentimeter. 6 Zentimeter. 6 Kilo. Okay. Ich gebe dir das Desinfektionsmittel. Das wiegt 0,3. Guter Tausch. Ich kann aus meinem Hauptinventar nichts wegwerfen. Ich müsste mich von so viel Zeug trennen. Nee, ich glaube, das klären wir bis zur nächsten Folge, ob wir den mitnehmen und wie wir den mitnehmen. Weil sonst hocken wir noch morgen da. Alles klar. Ja, dann machen wir das. Jo. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.